Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Let's play mit Captain Reljok, Real JOC in einem Wort. Alles klar, wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir wollen jetzt Höhle der Bestie. Wir müssen ja am Ende müssen wir den Kriegsfürsten killen. Aber dazu treffen wir uns mit Ali. Also, denke ich mal. Was ist das? Ah, untertauchen. Nee, nicht untertauchen. So, da ist auch untertauchen. Ah, ja, hier ist die Bastion. Hier oben treffen wir uns mit ihm. Zack. Okay, weiter geht's. Ali, bist du bereit? Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst, okay. Du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Okay. Möglichkeiten, Schlüssel, versteckt, belauschen und so weiter. Das Übliche. So, da bin ich ja mal Diese Mauer gespannt. kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Was So, ich wenn wir den sehe. rufen, werden wir doch gleich wieder abgeschossen. Nö. Doch. Überdenken wir unsere Herangehensweise. Suche nach Wegen, um hineinzugelangen. Also ich habe ja einmal schon mal offline habe ich hier die Bastion, da war eine Schatztruhe drin. Und also es ist nicht unmöglich. Aber mal sehen, wie ich mich jetzt anstelle. Bin noch über das Gerüst, glaube ich. Da könnte man über das Gerüst reinkommen. Wie bin ich da reingekommen? Über das Gerüst? Nein, lass es einfach. Oder eine andere Möglichkeit ist über den da. Okay. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Aha, das haben wir gelernt. Man muss hier untertauchen, damit man überhaupt das triggert. Und jetzt Hast du die R3. Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen.
Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. An der nördlichen Mauer, Norden. Das ist die nördliche Mauer. Vielleicht gibt es einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Man könnte durch einen Riss in der Wand in das... Ein Riss in der Wand. Ach, da hinten. Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Durch einen Riss in der Wand. Da ist der Riss in der Wand. Ja, dann mal los. Okay. Wie sollen wir die Ratten aus der Küche fernhalten, wenn da nicht ein, sondern zwei Riesenlöcher in der Mauer sind? Okay. Das war schon mal der erste Schritt. Ich weiß, es ist wieder mal eine Mischung aus Schleichen und Verbergen und Aktionen. Küchenhaus. Okay. Versuchen wir erst den Dicken hier zu machen. Nützt ja das nicht. Ich muss ja irgendwie anfahren. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Okay,
Da haben wir wieder die Mische hier aus Schleichen und Verbergen und Gelegenheiten nutzen. Nicht runterfallen. Wir haben schon genug auf. So, das war der Wurfpfeil. So, okay, ich bin schon ein Stück weitergekommen. Hier ist nichts. Aber die sind aufmerksam. Einer der Bediensteten ist Ali treu. Ach, jetzt fällt er da runter, wa? Ja, war klar. Aber ich habe eh schon so viel Aufregung hier verursacht. So können wir jetzt unseren Eririku rufen. Nee, da ist noch einer. Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam. Mann. Einer der Bediensteten ist Ali treu. Wo ist der Bedienstete? Mein Gott, das ist ja wieder spannend ohne Ende. Spannend ohne Ende. Da komme ich nicht hoch. Scheiße. Rauchbombe und Wurfmesser. Elixier ist auch gut. Da ist einer der Bediensteten. Super klasse, super klasse. Es läuft. Es läuft. Ich wette, der Schlüssel ist in diesem Rattenloch von einem Zimmer. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Hier drüben. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Okay. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Gut, lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Versuch im Schatten zu bleiben. Oh, Spannung. Hast du die Schreie gehört? Das klingt fast nach Geistern. Man sagt, im Kerker soll es spuken. Da unten liegt etwas vor, das nicht recht ist. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Du willst es gar nicht wissen. Wird auch der Wachgang kürzer. Bleib nah an der Wand, da gibt es viel Deckung. Los jetzt! Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Wenn ein Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reinigt einen Monat lang den Abort.
ausweichen. Ein, zwei, drei, vier könnten wir machen. Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Alter Schwede, es ist an Spannung ja nicht zu überbieten. Folge den Bediensteten. Eine Wache hat einen wichtigen Schlüssel verloren. Und das alles ohne unseren Vogel. Eine Wache hat einen wichtigen Schlüssel verloren. Ich meine, hier habe ich jetzt fast alles platt gemacht. Sehr gut. 12 Meter. Du musst unerkannt sein. Schlüssel nehmen. Damit komme ich in den inneren Bereich der Garnison. Sehr gut. Ich arbeite allein. Ich hab die Muße nicht dazu, jetzt hier mitten im Spannungs-
Bereich. So. Was habe ich hier übersehen? 8 Meter. Muss anerkannt sein. Was funktioniert hier nicht? Mann, das ist an Spannung nicht zu überbieten. Meine Güte. Weil wenn man das verkackt, dann ist auch alles von vorne dann, ne? Da ist ein Ach da. Auch du wirst Fehler machen. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib versteckt. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Okay. Hälfte ist geschafft. Folge den Bediensteten. Okay. Wasifs Gemach. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Was für ein aufwendiger Schrein. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Okay. Okay. Alter, ist das spannend. Und ich hab mich ja, die gute Mische macht's. Aus Schleichen und Verbergen. Und manchmal muss man... Okay. Gerade stehen, Augen geradeaus. Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung. Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch.
Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Ja, das ist gut. Ja, und jetzt? Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. So, ja, jetzt, wie kann ich... Oh mein Gott. Erweisen wir dem Hund eine Gnade! Lösch die Wachen aus. Na gut. Gut. Spannend. Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Okay. Finde den Kriegsfürst und töte ihn. Ja. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher als der Aufseher. Der Aufseher hat den Schlüssel. Wo ist denn der Aufseher? Es ist noch nicht vorbei. Kommen wir hier hoch? Vielleicht. Ja, sehr gut. Okay. Der Aufseher hat den Schlüssel. Jetzt was können wir vielleicht da ist der Schlüssel. Das klappt ja ganz gut. Komme ich darüber? Na komm schon, da spring darüber. Scheiße.
befreien wir die anderen. Gut. Ist hier noch was drin? Ein, zwei, drei kann ich machen. Ah, ist zu weit weg. Nee, nicht gut. Wir müssen da unterstützen. Scheiße, Mann. Sechs habe ich. Okay. Okay, das ist jetzt, das ist echt geil gemacht. Für unser Dank. Ali wird uns Rache üben lassen. Für Beshi. Jetzt habe ich sie alle befreit. Ah, oh, da kommen sie alle raus. Sehr schön. Sprich mit Ali. Alter, es ist ja geil gemacht. Das ist nochmal ein Highlight. Sprechen. Na, klappt das nicht? Deine jetzt. Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Entzünde das Leuchtfeuer. Okay. Super gut. Okay, toll, toll, toll. Wir machen das. Und ich muss was sie finden. Aber wo, wie, wo, was? Finde Wasif und töte ihn. Öffne Wasif zu seinem Gemach. Da muss ich doch irgendwie rüber. Hol dir Wasif. Um die Wachen kümmere ich mich. Ja, ich habe den Riegel auch aufgeschoben. Eigentlich schon, ja. Öffne die Falltür. Da ist eine Wache. Da ist eine Falltür. Da ist eine Falltür. Was? Wo machst du den Tod? Gehe in Frieden. Okay. Bin ich noch anonym? Ich bin anonym. Alles klar. Massiv.
Das war klar, dass hier nochmal wieder die Post abgeht. Da ist er. Finde den Kriegsfürst und töte ihn. Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt! Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Sehr gut. Zack! Super geil! Super geil! Mit die beste Mission, also das war echt geil. Eine schöne Mische aus Schleichen und Verbergen, Kämpfen. Toll, toll gemacht. Das war echt gut. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Sehr gut. Ja. Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Okay. Der Umschwung beginnt nun mit uns! Mir nach! Ob das so gut ist? Nieder mit dir! Warum kämpfen Sie? Ihr Heerführer ist bereits tot. Allah kämpft mit uns! Okay, der ist mal wieder komplett immun gegen alles. So, dann haben wir hier unsere Bombe. Und jetzt habe ich auch den Dicken. Also die Rauchbombe ist echt der Burner. Verstehst du das unter Freiheit? Dir deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen. Nein, ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Okay. Hier kommt dieser Geldhaus! Oh! Ich hoffe, du bildest deine Leute besser aus als der Heerführer. Ach, Mann! Ah, nun mach doch, Alter, diese Steuerung manchmal. Also, die ist manchmal wirklich. Okay, das ist alles gut. Was zu essen zwischendurch? Das war knapp. Nicht knapp. Unvermeidlich. Mehr Wachen!
Ich brauche hier Hilfe. Komm. Was? Vielleicht. Hey. Ach schon. Oh, okay. Rauchbombe. Du kannst mich sehen. Du kämpfst voller Inbrunst. Womöglich spricht dich unsere Sache doch mehr an, als du zugibst. Das war der letzte. Sehr schön. Also, das muss ich nochmal loswerden. Also, wer das Let's Play von Anfang bis jetzt verfolgt hat, der wird zugeben, dass sich mein Kampfstil wesentlich verbessert hat. Von den anfänglichen. Ja, super. Super, super, super. Okay. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Ja, das finde ich auch. Das haben wir gut hingekriegt. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Okay. Ich sollte zurück zu Fulah ins Bruderschaftshaus. Okay. Wir machen jetzt nur noch ein bisschen. Ich möchte jetzt noch meinen Status loswerden. Untertauchen. Oh, ihr guckt euch mal mein R3 unten links, mein Spezialfähigkeits. Das ist super. Das hat uns sehr gute Dienste geleistet. Auch diese Fähigkeit, dass wir das auffüllen, wenn wir jemanden im Verborgenen, also ein Attentat machen auf Deutsch. So, jetzt lass mich mal daran vorbei. Die Wachen werden gut aufpassen. Zack, einer ist schon weg. Und da ist der nächste. Jetzt werde ich aber nicht mehr so. Hier ist was zu essen. Das haben wir auch aufgefüllt. 17 Meter. Ist das hier drin? Ich schleiche. Da ist es. Die suchen also nach mir. So, das haben wir geschafft. Können wir da nach oben? Ich mache gerne oben. Oben sein. So, okidoki. Die Rückkehr, sprich mit Fulah, die Belohnung, das kriegen wir nächstes Mal. Ja, ich finde, das war doch echt cool. Meine Güte, hat das Spaß gemacht. Das Tor ist jetzt auch auf. Und ja, wenn man jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ist das von der Story, ist das jetzt, bleibt das immer offen, das Tor? Ist die Garnison zerstört? Ich glaube schon. Weil dann könnte diese Truhe ja ein leichtes sein, die zu plündern. Also war ich wieder mal zu früh. Egal, alles klar. In diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Danke für euer Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben. War ja Spannung ohne Ende. Hab nicht viel geredet, aber es muss auch nicht sein. Das ist manchmal selbsterklärend. Konzentration und so weiter. Alles klar. Ich sag mal in Hamburg, sag mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Riljok. In Hamburg, sag mal tschüss. Tschüss.